Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Oh yeah. Raus hier! Entschuldigung! Typen wie dich will ich nicht wiedersehen! Jawohl, Entschuldigung. Wie er schnell seine Arbeit unterbricht, ne? Sachen gibt's. So, ich bin falsch gelaufen. Ich muss hier raus. Gut, nächstes Questerl. ABC. Der ist jetzt erledigt, das mit Gnom, oder? Ja. Schattenlord des Verrates. Schattenlord Verrat treibt auf den immer noch sein Unwesen. Ich sollte mich darum kümmern. Einer kam durch. Kjeld hat den Angriff der Schattenwesen überlebt und konnte fliehen. Er hat im Panik seine Freunde Tokel und Lina zurückgelassen und möchte nun, dass ich mich um sie kümmere und da nachschaue. Kräuter und Tinkturen auf der Nähe wächst aufgrund der besonderen Klimaverhältnisse. Genau. Taraniskraut. Schatz im Wald von Taranis. Karte von dort Schatz und Hafendiebe. Ständig verschwinden Dinge. Rumold verdächtigt die Gnome. Ich sollte mich nachts mal umsehen. Das können wir als nächstes machen. Die Karte. Kann ich direkt zum Hafen? Oh Gott, wo bin ich hier? Hä? Was ist denn das? Aha. Ah, das ist so ein Monolithen-Dingsbums, ne? Ja, ja. Kann ich hier hinborden? Nein. Ich muss dahin laufen? Ei, Karamba, da habe ich keinen Bock dazu. Da muss ich mich hier mal umschauen, ob nicht hier vielleicht irgendwo ein Teleporter ist. Ja, was soll's. Ich laufe runter. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Borte ich mich gleich mal zum Eingang hin, dass ich irgendwas zum Borten habe. So. Da muss doch sicher beim Hafen irgendwo was sein. I'm so sorry. Tut mir leid, leid. Wirklich, wirklich. Ich muss da jetzt nochmal hinlaufen. Das war jetzt da in der Richtung. Dapsel, Dapsel, Dapsel. Aber normalerweise dürften jetzt eh kein Gefiech mehr sein. Das haben wir eh umgenietet. Das ist so niedlich, wie die Ente da in dieser kleinen Pfütze badet irgendwie, ne? Ich find's niedlich. Heureka! Heureka, Platsch! Ja? Oh, Ente. Hoppala. Ein Gürtel dir. Servus. Ja, ich tue dir nichts. Keine Angst. So hungrig bin ich jetzt nicht. So, schön lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Okay. Ja, ja, schnauf nur. So, wir sind gleich da. Ein paar Meter noch. Da. War das jetzt Gewitter oder ist jetzt irgendwas in die Luft geflogen? Gewitter. Hallo, Baker. Und? Hast du dich im Magierlager umgesehen? So ist es. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Ich für meinen Teil finde, es gibt nichts Besseres, als ein Wächter zu sein. Du solltest dir überlegen, dich uns anzuschließen. Ich überlege mal. Aber mein Herz gehört schon jemandem. Ja, ich fürchte, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss es tun, ich muss Dämonenjäger werden, weil es einfach cool ist. Ich schaue gerade, ob hier drüben der Teleporter irgendwo ist. Da muss es einen geben. Es gibt es gar nicht anders, oder? Das kann gar nicht anders sein. Da hinten ist einmal sicher nichts. Ich werde mal da. Ui! Ich werde mich mal hier kurz umglubschen. Vielleicht ist hier draußen was. Ah ja. So viel umglubschen. Ja, ja. Da haben wir schon. So. Und reinstecken bitte den Stein. Geht doch. Ja, Entschuldigung, es hätte ich gleich machen können. Ich hab's übersehen. So. Passt. So ist mir das lieber. Dam, dam, dam. Des Nachts. Das heißt, ich nehme die Beere mit für Proviant. Das heißt, es muss jetzt finster werden. Das heißt, ich bräuchte im Optimalfall ein Bettchen. Das heißt, das wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Gibt es hier eine Schlafmöglichkeit? Da, Gott sei Dank. Also, bis... Oh, ist schon wieder soweit. Guten Tag. Den davon kennen wir. Ach, wie hieß der jetzt nochmal schnell? Irgendwas mit S, oder?
Ist er das? Ja, Slane. Genau, den habe ich gemeint. Vom Zweierrissen. Guten Tag. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Verlaufen? Redest du mit mir? Ah, ich sehe schon. Noch ein verirrter Geist auf seinem Weg in den Wahnsinn. Ja, und du hast hier den vollen Durchblick, ja? Tja, irgendwie hast du recht. Durchblick. Und du hast hier den vollen Durchblick, ja? Naja, ich bin zumindest schon eine Weile hier. Du siehst allerdings so aus, als wärst du gerade erst hier angekommen. Was hast du verbrochen, dass du hier herumgeisterst? Ein Schattenlord hat mich hierher verbannt. Ich habe hier eigentlich nichts verloren, ich bin noch nicht tot. Wer will das wissen? Slane, der heißt so. Schattenlord. Ein Schattenlord hat mich hierher verbannt. Ah ja, und das einfach nur so? Naja, ich habe an seinem Kristallportal herumgefingert. Ich schätze, du hattest einfach nur Pech. Aha. Wer weiß. Ich gehe dann mal wieder. Warte, ich habe dann noch... Diese Träume sind so komisch. Aber es ist immerhin Nacht geworden, das passt. Ich muss jetzt, warte, wie war das? Halt, langsam. Warte. Ah, ich habe mich verdrückt. Entschuldigung. Jetzt. So, wie war das gerade? Ich muss jetzt da bei Nacht... Warte, war es das so? Hafendiebe. Muss ich mich jetzt hier verstecken? Du Slover! Oder muss ich mich da unten verstecken? Ich weiß es nicht mehr. Halt, was haben wir da? Wurbuchs Notiz. Aha. Ja, einen Schluck trinken können wir auch. 1 von 7. Okay. Blunder. War das hier dabei? Ja, bla bla. Notiz, Notiz hätten wir. Wahrscheinlich ist das kein nichts zum Lesen, sondern einfach nur so ein Quest-Item, ne? Ja. Und das mit Taranis möchte ich noch warten, bis ich das erste Buch habe und dann schön durchlesen. Da kommt wer. Da vorne ist auch so eine Schriftrolle. Wird's jetzt hell? Okay, das war ein Blödsinn. Honey wollen wissen, was Skadi gefunden? Wovon sprichst du? Große Höhle mit vielen wertvollen Glitzersteinen in der Nähe. Aha. Skadi hat sich bisher nicht getraut, Höhle zu erkunden. Fiese Monster überall auf Insel. Wo genau ist die Höhle? Leicht zu finden. Homi hält sich südlich von hier, bis Strand kommt. Aha. Dann einfach westlich halten. Dort findest du die Höhle. Nicht verwechseln mit Höhle auf kleine Insel. Ich schau mich mal in der Höhle um. Das würdest du tun? Jo. Danke, Homie. Bitte gerne. Ciao, ciao. Aha, da sind noch mehr Notizen. Marbux-Notizen. Okay, da muss ich mich jetzt ein bisschen umschauen. 3 von 7 haben wir schon. Ein Moment Geduld, bitte. Da ist auch so eine. 4, 5, 7. Oh, sehr. Also, das hat mich erschreckt. Das dachte ich schon. Hä? Hilfe. Der hat mich gesehen. Dabei passt der alles noch. So. Ich sprint mal kurz hier hoch. Ist da noch sowas? Nein. Dann laufe ich wieder rüber. Tap, 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 tap. So. Schau ich mich mal kurz hier rüber um. Da ist eine. Okay, das geht doch einfacher als gedacht. Hier ist keine.
Dann wahrscheinlich drüben noch. Ja, ja, du bist zu arm. So, ja. Da ist eine. Voodoo-Puppe. Ich speichere lieber mal. So, speichern, speichern. Dahin. Ja, bitte. Keiner beschwert sich. Passt. Da wäre ein Buch, das sich aber nichts bringt. Und hier ist noch eine Notiz, glaube ich. Notizen erhalten. Okay, ist jetzt vielleicht etwas, das wir hier lesen können? Na, 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 na. Notizen des Nekromanten. Letzte Worte, Expedition. Na, glaube ich nicht, ne? Na. Okay. Da haben wir ein Schafauge. Die Viecher gibt es wirklich ja, überall. Huch, du kannst Angriffe deines Gegners jetzt kontern. Pariere seinen Schlag kurz bevor er dich trifft, um einen Konter auszulösen. Okay. Ah, da hätte ich das nicht machen können. Habe ich das jetzt geschafft? Au, nein. Ich muss es üben. Ah, ich glaube, jetzt ist es gegangen. Wir nicht, sondern der. Da ist gleich was im Wasser, oder? Was ist das hier? Nix. Aber ein Teleporterstein, den nehmen wir gerne mit. Tada! Den nehmen wir doch sehr gerne mit. Ich frage mich, ob wir die alle irgendwo anbringen. Heute kann. Okay. Gut. Wenn wir jetzt schon mal da sind, können wir uns ja eigentlich auch gleich diese Höhle anschauen, ne? Die müsste da unten sein. Und wenn wir auch schon mal da sind, können wir eventuell den Stein, ich trinke mal was, beim Monolithen reinstopfen, ne? Müsste ja auch gehen. Da. Tap, 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 tap. Heureka. So. Hier müsste irgendwo Getier auch sein, glaube ich. Ich zück mal die Waffe. Ah, da ist schon mal sowas, ne? Oh. Guten Tag. So, Viecher sind hier mal, glaube ich. Diese Steine sind ein wahres Kunstwerk. Stell bloß keinen Blödsinn an. Ich habe nicht vor, sie umzuschmeißen. Na. Ah. Ach so, warte, das ist jetzt auf die... auf das, Dingens bezogen, auf diese... wie heißen diese Steinkreise? Oh, hoppala. Die habe ich übersehen. Gebe ich ehrlich zu. Oh, der ist gut gegangen. Sehr gut gegangen. Ja. Es war, glaube ich, sehr schlauer mal, dass wir hier auf Stärke gegangen sind. Auf, wie heißt das? Konstitution? Bin ich da jetzt richtig? Egal. So, Schafauge. Ein scharfes Auge. Ein Stein. Altes Wissen da. Da ist noch ein... ist das ein Scavenger noch? Ja. Au. Ja. Okay, das hat mir kommt. Ich muss mir kontern geben. Passt. Dankeschön. So, dann müsste altes Wissen. Okay, ich gehe mal hier die Runde. Da zischt irgendwas, oder? So, und jetzt? Monolithenstein einsetzen. So, okay. Das müsste es gewesen sein. Ja. Okay. Das haben wir geschafft. Ich schaue mir jetzt noch da oben schnell um. Ich sollte vielleicht speichern. Vielleicht ist da oben ein blutrünstiges... Nein. Ein blutrünstiges Viech.
So. Das möchte ich nach Möglichkeit überleben. Achso, ja, das sind nur Scavengers, aber. Ui. Zack. Oh. Bam. Und zack. Und du auch. Zack. Oh. Bam. Und zack. Ich kriege keinen Mox mehr von sich. Richtig. Na, du kannst es. Genau. Sonst ist hier nichts, ne? Passt. Haben wir sogar ein paar Fleischkeulen geschenkt bekommen. Sehr fein. Gut. Das zu dem. Den haben wir abgeschlossen. Passt. Nächste Station ist diese Höhle da drüben gleich. Sofern wir nicht verrecken. In der Höhle. So. Ein Fingerblatt. Wir könnten aber auch noch ein bisschen... Hoppala. Erfahrung noch sammeln, indem wir den Strand da noch clearen. Bam. Zack, zack und zack und zack, zack. Das war ein Kampf? Ja, theoretisch. So, her mit dem Schlangenwurz. Und du auch. Und da ist ein alter hinniger Karren, der aber nichts hat für uns, ne? Nein. So. Dann der Strand. Wieder einmal speichern. So. Ja, bitte. Dann würde ich sagen, da drüben ist die Höhle. Fangen wir auf der Seite hier an. Hallo, du Sandteufel. Hey, so, der ist erledigt. Zack, zack, zack. Und zack, und zack. Und eine Riesenkrabbe. Bam, bam, bam. Zack, zack, und bam. Das ging gut. Erstaunlicherweise. Das ging sehr gut. Ja, man merkt, das Skillen hat ja ein bisschen was gebracht, ne? Ist das eine Muschel? Schon, aber nicht die, die wir sammeln dürfen. Halt, aber hier. Gleich zwei. Wow. Wow. Hier ist was gestorben? Oder hat er was verbuddelt? Eine Wasserstelle. Sieht aus, als hätte hier jemand Salzwasser abgeschöpft. Aha. Eine Schaufel. Warum ist hier eine Schaufel? Mal die Schaufel mit Salzwasser abschöpfen. Wollte hier jemand Salz produzieren oder was? Das könnte sein. Aber ich glaube, hier geht es nicht weiter. Nein. Okay. Hier war jetzt auch nirgendwo ein Kreuz, dass ich was könnte ausbuddeln. Da ist eine Muschel. Lala. Ein Seesternchen. Ein Patrick. Halt, eine Muschel. Einen. Hoppala. Den habe ich jetzt überall. Bam. Bam. Und zack. Und zack. Und zack. Passt. La la la, auch hier haben wir so ein Gefiech. Zack, zack und bam und zack und. Das war's mit dir. Jawohl. Eine Leuchtkugel. Für dich eine Leuchtkugel. Für mich. La 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 la. So, la la. Wo ist er denn? Bam, bam. Zack und zack und zack und zack und. Au, das ist aber nicht so ein netter Viech. Jetzt kriegst du vier nicht auf die Busch. Und zack, und zack. Jawohl. Das war heftig. Oh, geht schon. Weggeschleudert hat's ihn heftig, da hast du recht. So, Krabbi. Hier mit der Muschel. Da ist auch noch eine. Ich glaube, da vorne war noch eine, oder? Ach, das hat nur so ausgeschaut. Okay, da haben wir eine große Höhle. Das sollte jetzt die sein, von der der eine gesprochen hat. Ich lug nochmal nach, aber Wasser und hier Logbook. Kräuter. Meh? Ist gar keine Quest. Waffen. Krönungsschmiedet Kaldoras Krönungsschwert neu. Die Klinge, wenn ich den Griff finde, kann ich es reparieren. Okay.
Krönungsschwert. Schwarze Katze, bla bla bla. Ein dickes bla bla bla. Da, keine Ahnung. Ist wurscht. Wir sind jetzt da. Werden wir schon irgendwie jetzt machen, ne? Schaue ich mich nur ganz kurz hier mal so um. Ein Gürteltier. Ich mach's nicht platt. Zahlt sich nicht aus. So. War das hier eine Mine mal, ne? Spielstand gespeichert. Hier ist eine Falle. Gnom tot. Proviant haben wir bekommen. Okay. Bananen. Warum ist hier ein toter Gnom? Minenkobold. Gut gemacht. Da hört man Viecher schnarchen, oder? Steck mal dein Schwert weg. Danke. Minenkobold. Da hätte man einen Grog und einen Wein. Roher Fisch. Ein Haufen Pilze. Da ist einmal nichts. Okay. Okay, okay, okay. Ist einfach nur quasi ein zweiter Eingang. Okay, Minenkobolde. Die haben die armen Gnome hier verletzt. Sorgsindel. Ah, warte, warte, was? Stopp. Langsam. Da konnte ich jetzt was machen? Aufnehmen. Geisterpilz. Ach so. Den habe ich nicht gesehen. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Autsch. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte gerade einen Schritt zurück machen, da war es schon zu spät. Ich habe die Leertaste gedrückt gehabt, aber das war zu spät. Ich glaube, ich setze jetzt mal den Schleichmodus ein. Damit ich jetzt nicht sofort attackiert werde, dann bin ich, glaube ich, tot. Ja. Das war ungeschickt, was soll ich machen? Fisch und Rum. Wir nehmen alles mit. Da merke ich gerade wieder. Inventar benutzbar. Und zwar, der Fusel gehört dahin, der Grog gehört hierhin. Proviant haben wir da. Theoretisch die Fackel tun wir hierhin. Ja. Ist gut, glaube ich. So. Oh, schön die Waffe ziehen. Der schnarcht so, als wenn hier fünf schlafen würden. Aber es sind hier zwei. Drei. Was? Das sieht nicht gut aus. Das lief gut. Na? So, ja. Minenkobold. Was haben wir da noch alles? Silberbecher. Einen Krug. Goldsack. Die haben sogar Kleidung gestohlen. Gabel. Denen ist nicht zu helfen mehr, oder? Und eine Kristallader. Den bauen wir gleich ab. Zack. 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 Jawohl. So, ich erhole mich noch nicht. Aber hier könnte ich mal, glaube ich, das Essen kochen. Passt. Dann werde ich mir mal was gönnen. So. Dann werde ich langsam wieder heile. Noch so ein Minenkobold. Haben Sie hier noch was? Brot. Okay. Aber sonst nichts, ne? Gut.
Dann wieder der Schleichmodus. Ich glaube, ich speichere mal kurz. Ja. Ja, bitte. Zück gleich wieder mein Schwertelein. Mein Säbel. Ein Minenkobold. Zack. Zack. Au. Ist ja besser so. So. Der gibt keinen Mucks mehr von sich. Ja, ist vielleicht nicht verkehrt. Hier ist nichts, glaube ich, ne? So. Doof ist, dass man die Fallen hier nicht mehr entschärfen kann. Na, 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 na. Oh, was haben wir denn da? Rohes Fleisch und Schinken. Nom, nom, nom. Hier haben wir wieder so eine Falle. Muss ich wieder aufpassen. Pilz und wenn es... Na, sind doch keine richtigen Fackeln zu mitnehmen. Aber die Truhe hier plündern wir mal. Zack, 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 zack. Nein, jetzt aber. Gold und Eisenerz. Ein Fernrohr. Ein Besen. Und das war's schon wieder. So, ja, pass auf beim Zurückgehen. Nicht, dass du da was sprengst. So. Lagerfeuer, Lagerfeuer. So, ich zück mal wieder mein Säbelchen, wenn möglich. Sehr fein. So, ah nein, brauche ich nicht. Da vorne ist ein Schwammerl. Komm, Schwammi, komm zu Papa. Sehr gut. Und jetzt aber. Das Vieh gibt keinen Mucks mehr von sich. Und. So. Mir fehlt nur noch einer von den Kerlen, ne? Da haben wir eine Gabel und ein roher Fisch. Ist das jetzt wieder so ein... Na, da ist nichts. So. Den Minenkobold auch noch. Und hier ist viel rohes Fleisch. Fisch, Entschuldigung. So. Dann ist noch einer, man hört ihn schnarchen. Da herüben, das lief echt super. Muss ich schon sagen. Bam, bam. Die Kobolde saßen hier auf einer prächtigen Mine. Ja. Tja, jetzt könnten die Rohstoffe hier eigentlich abgebaut werden. Ja. Und ein Wasserfassel, das passt genau für uns. Aha, davon sind noch ein paar Viecher. Werden wir noch ein bisschen weiter erkunden, oder? Würde ich sagen. Hier die Fische sind für nichts. Gut, ich werde das jetzt nochmal speichern. Und würde sagen, da vorne die Termiten. Machen wir als nächstes platt, oder? Bäm, bäm. Zack, und wusch und bäm. Huch. Zack und zack. Ich dachte, der wäre schon hin. So. Eisenerz. Nice, nice. Dann möchte ich noch schnell die Runde fertig machen. Schnell kontrollieren, was es hier noch gab. Ah, das ist nur so ein Weg dahin. Okay, nichts ist da. Dann möchte ich da hochklettern. Hier ist eh nichts zum Abbauen, ne? Aber wohl doch, doch. Eisenader. Hoppala. Die habe ich übersehen. Ich habe jetzt auf das Kristalldings gedacht. Da passt aber die Form nicht vom Vorkommen. Und, ja. Bin per Zufall jetzt beim Eisen hier vorbeigestiefelt. Jetzt ist aber die Frage, ob es noch mehr Eisenvorkommen gibt, die ich übersehen habe. Ich mache mal nur kurz ein Ründchen. Oder vielleicht Gold oder so. Na, nix, ne? Na. So, dann würde ich sagen, ich kletter mal. Schau mal, was uns da oben erwartet. Jo, Schwammerler, die wir nicht brauchen. Einen Wasserfall wieder. Hier ist auch nichts. Oh, hier war mal Eisen wahrscheinlich.
Ein Horas ist hier. Okay, dann geht's hier weiter. Eine Ente haben wir da. Okay, wie auch immer die hierher kommt. Ach, hör auf. Da sind wir in der Mine. Ach, du Heiliges. Ja, ja, okay. Kein Wunder, dass hier das... das war übrigens kein Eisen, das war ein Kristallvorkommen. Ich weiß schon, wo wir sind. Ihr wisst es auch, die Mine haben wir schon einmal besucht. Gut. Gut, gut. Hier haben wir auch das Taraniskraut gefunden. Schön, hier sind wir. Passt, die Mine haben wir fertig. Was nun, was nun? Bericht erstatten, ne? Ah, das mit Dieb wollte ich noch machen, genau. So. Ja. Wird es jetzt wieder dunkel oder ist es hell? Es wird hell, ne? Ich sollte mir vielleicht auch die Quest nochmal durchlesen. Das ist mir vielleicht auch noch schlau. Ständig verschwinden Nachtskisten von Hafenkai. Rumpold verdächtigt die Gnome. Ich sollte mich nachts mal umsehen. Okay. Da hieß es doch, ich solle mich hier hinten verstecken, oder? Boah, Liane. Vielleicht so wär gar nicht schlecht, ne? Hier oben so zum Verstecken. Und dann beobachten, wer hier stibitzt. Ist es jetzt eigentlich Nacht genug? Aber ich glaube, es bricht ja schon der Morgen wieder an, ne? Das heißt, ich sollte mich hinlegen. Wow! Au! So. Zum nächsten Abend schlafen. Mitternacht. Ich glaube Mitternacht, oder? Mitternacht wäre gar nicht... Oh, der Part ist zu Ende. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.